gelbe Zucchini, ihr könnt aber auch grüne verwenden. Und dann in Scheiben schneiden. So dick. Circa 600 Gramm. Und eine Zwiebel. Drei Gläser. In jedes Glas geben wir einen Teelöffel Senfkörner. In jedes Glas geben wir ein Lorbeerblatt. Drei ganze Pimentkörner. 10 Pfefferkörner. In jedes Glas geben wir noch etwas Chiliflocken. 1/8 Teelöffel. Dann verteilen wir die Zwiebeln. Und dann verteilen wir die Zucchini. Und dann geben wir den Sud darauf. Den Sud darauf geben bis kurz unter den Rand. Dann geben wir die abgekochten Deckel darauf. Fest verschließen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einkochen.